wir kommen zu unserem Main Event. Und auch der, ihr müsst jetzt nochmal alles geben, Berlin. Auch der ist natürlich angelegt für einen One Fall. One Aus Weiden in Bayern kommen 81 Kilo Kampfgewicht. Er ist der Auserwählte. Er ist Kevin Lazar! Und hier kommt sein Kontrahent. Aus dem Himmelsschloss fernab dieser Galaxie und bringt 90 Kilo Kampfgewicht auf die Matte dieses Rings. Meine Damen und Herren, Levaniel! Daniel, der Prinz der Sterne mit der schönsten Haarmatte des heutigen Abends. Und dem längsten Schweif. Dem längsten Schweif. Bei Hail Bob im Schweif wohnten ja die Außerirdischen, so sagte es eine Sekte damals. Ich weiß jetzt noch nicht, wer im Schweif von Levaniel wohnt, aber wir werden es, glaube ich, im Laufe dieses Matches herausfinden. Okay. Gut möglich. Haben wir auf jeden Fall hohen Besuch hier zur ersten Show von Project Nova Wrestling. Levaniel gegen den Auserwählten. Gegen den Auserwählten. Levaniel, einer der absoluten Publikumslieblinge bei WXW. Dieser Kampf kam auch nur sehr spontan zustande, eigentlich, weil es eine Herausforderung gleich zu Anfang gab, als das hier alles losging, als quasi Virgil, unser Veranstalter, die ersten Worte an das Publikum bei der allerersten Veranstaltung hier gerichtet hat, war der Auserwählte der Meinung, nee, also hier kann es ja wohl nicht angehen, dass hier ganz viele Kampfschulen genannt werden und irgendwelche Wrestling-Ausbildungen und irgendwelche Leute genannt werden und nicht er, weil er sei ja immerhin der Auserwählte. Levaniel hatte was dagegen und so kam es spontan zu diesem Match, was wir jetzt hier erleben dürfen. Der Auserwählte gegen den Mann mit den schönsten Haaren des heutigen Abends. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, Kevin Lazar, der Auserwählte, so nennt er sich. Er ist aber bisher auch mit der Einzige, der sich so nennt. Er hat hier einiges zu beweisen, hat allerdings auch einiges auf dem Kasten. Blickt schon auf einige Ringerfahrungen zurück. War unter anderem Adjutant von Obermacker Michael Kovac, einem der Urgesteine des deutschen Wrestlings. Und hier konnte er sicherlich das ein oder andere mitnehmen, was er hier einsetzen kann. Wir sehen, wozu Liebe führen kann. Ne? Harte Liebe von Levaniel gegen den Auserwählten jetzt hier. Liebe kann manchmal wehtun, sang, glaube ich, Mary Rose damals oder so. Ich weiß es nicht. Liebe tut manchmal weh. Wenn Levaniel diese Liebe mitbringt, dann auf jeden Fall. Bisher ziemlich ausgeglichener Kampf, aber jetzt hat sich Levaniel jedoch die Kontrolle geholt, würde ich mal sagen. Hat den Auserwählten hier fest im Griff, aber
der nutzt natürlich auch alle schmutzigen Tricks, die er so gelernt hat und tritt dem Prinzen der Sterne einfach mal auf den Fuß. Ich meine, du kannst dich ja nicht hinstellen, am Anfang eines Matches zu sagen, hier von wegen, ja, ich hier der Auserwählte und überhaupt und dann nicht sowas machen. Du kannst ja da nicht auf einmal im Ring stehen und quasi der Spielball sein. Wobei es jetzt gerade für den Auserwählten ehrlich gesagt ganz schön schlecht aussieht. Das wird ein Underhook Suplex. Sehr schön gemacht von Levan mit viel Liebe. Der Mann hat nicht nur schöne Haare, der Mann kann auch schöne Suplexen. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Aber Kevin hat, das ging jetzt aus, die Ring Awareness. Oh, und Levanja geht aus dem Ring raus, direkt rausgeworfen vom Auserwählten. Zurück mit euch, Jungs, zurück! Ah, vor dem Ring geht's weiter, der Auserwählte kennt da keine Gnade, geht auf den Rücken von Levanja. Chops gegen die Brust, aber Levanja kämpft sich zurück. Allerdings, die beiden Menschen kämpfen auf Stein, das darf man jetzt gerade nicht vergessen, ne? Da ist kein schützenswerter Ringboden irgendwie mehr oder so. Und gleich nochmal auf den Steiß von Levaniel. Das bleibt nicht ohne Folgen. Das tut weh. Aber die Action geht im Ring weiter. Kevin Lazar muss rein, wird angezählt. Beide sind wieder im Ring. Und der Rücken wird weiter bearbeitet. Das könnte hier tatsächlich matchentscheidend sein. Ja. Harte Aktion außerhalb des Rings von Kevin Lazar. Der setzt hier im Ring, wo er den Pin erzielen kann, direkt nach. Und zeigt sich nach wie vor wirklich von seiner schmutzigsten Seite. Der Obermacker wäre stolz. Aber er hat auch jetzt ehrlich gesagt auch ein ziemlich leichtes Spiel, weil Levaniel wirkt sehr angeschlagen. Es geht direkt gegen den Kopf von Levaniel weiter. Er kommt nicht zur Luft. Kann es jetzt nochmal versuchen, rollt ihn nochmal ein. Zwei. Da war nicht genügend Kraft dahinter. Nein. Vielleicht. Oh, ins Gesicht. Kann Levaniel jetzt das Comeback nochmal schaffen? Eins, zwei, nicht mal zwei. Das waren nicht mal anderthalb. Kevin hat hier offensichtlich noch einige Reserven. Aber Levaniel in Control, jedenfalls für den Moment. Aber er hat seine Mühen, Und der Auserwählte kommt wieder zurück, ganz eindeutig. Haben zwar jetzt beide ihre Blessuren zu tragen, ja, aber der Rücken von Levaniel ist angeschlagen. Der ist deutlich angeschlagen. Oh. Kevin Lazar weiß zu profitieren. Eins, zwei. Eieieiei. Da möchte man nicht Chiropraktiker sein. Wenn Kevin Lazar hier heute Abend den Prinzen der Sterne tatsächlich besiegen kann, dann ist das. Aber wenn Kevin Lazar das heute Abend schafft, egal ob er Levaniel zur Aufgabe zwingt oder pinnen kann, wenn ihm das gelingt, das ist wirklich mehr als nur ein Achtungserfolg für den Auserwählten. Dann hat er bewiesen, dass er der Auserwählte ist auf jeden Fall. Aber der Prinz der Sterne kämpft sich nochmal zurück. Kann er diesen Griff lösen, ist die Frage. Kann er es zu seinem Vorteil, wenn ja, kriegt er hin. Schöner Uppercut. Gleich noch einen hinterher gesetzt. Ja. Aller guten Dinge sind, nein, nicht drei. Kevin hier mit der. Oh! Wunderschöner Slam von Kevin Lazar, muss man sagen. Und wieder nimmt der Rücken mega Schaden. Und das waren zwei. Und zwar eindeutige zwei. Man sieht langsam, dass wirklich Levaniel deutlich ins Straucheln gerät. Die Stöße in den Rücken, es geht weiter. Kevin Lazar kämpft dreckig, aber Kevin Lazar weiß vor allem auch, wo er ansetzen muss. Ja, der kämpft effektiv auf den Rücken, auf den oberen Rücken jetzt gerade zwischen die Schulterblätter gesetzt. Noch ein Tritt hinterher, genau auf dieselbe Stelle. Jetzt soll es hier einen Aufgabegriff geben. Kann ihn die Liebe nochmal retten. Das wäre natürlich ein Riesen-Event für Kevin Lazar, wenn er hier Levaniel zum Aufgeben zwingen könnte. Bis jetzt sieht es nicht danach aus. Keine Aufgabe, keine Aufgabe. Levaniel ist noch voller Liebe. Und kämpft sich langsam hoch. Ja. Kevin Lazar klammert sich fest. Nimmt jetzt Kevin Huckepack. Oh. Und kommt mit ihm hoch. Aber die Aktion konnte nicht mehr zu Ende geführt werden. Der Rücken von Levaniel ist einfach völlig. Das Gesicht ist schmerzerfüllt, der Rücken ist kaputt, man sieht es ganz genau.
Und da soll der nächste Slam kommen, aber... Oh! Comeback Clothesline, sag ich mal. Wow! Kann er es nutzen, ist die Frage. Kann er es nutzen? Beide liegen jetzt quasi erstmal bewegungslos im Ring, rappeln sich nochmal wieder auf oder werden auf jeden Fall angezählt. Zwei. Beide versuchen sich jetzt wieder nach oben zu kämpfen, aber es fällt beiden sichtbar schwer. Wenn sie Levaniel ins Gesicht gucken, der weiß nicht mal mehr, wo er ist gerade. Der ist komplett durch. Über schlechten Überleitungen des heutigen Abends waren, der Prinz der Sterne sieht gerade Sternchen. Oh, das ist schön, das ist schön. Ja. Das ist das Beste bisher. Beide wieder auf den Füßen. Uppercut gegen Kevin Lazar. Ein zweiter hinterher. Ein dritter hinterher. In die Seile geschickt. Nein, doch nicht. Oh. Oh, wunderbarer Tritt direkt gegen den Kopf von Kevin Lazar. Und der muss sich auch erstmal in die Seile retten. Der muss erstmal Luft holen. Liebe ruft der Prinz. Oh. Das hat gescheppert. Snapmare in die Ringmitte. Levaniel mit dem Tritt ins Gesicht von Kevin Lazar. Eins, zwei. Und kämpft sich nochmal zurück. Kämpft sich nochmal zurück. Wenn auch knapp, er kämpft sich nochmal zurück. Auch der Schiri zeigt es an, es war knapp, es war wahnsinnig knapp. Das war nur Zeit. Gucken Sie sich Levaniel an, der Rücken tut unglaublich weh, jeder Schritt tut weh. Und er kriegt den Kevin aber trotzdem noch hochgehoben, aber nicht zu Ende geführt. Das gibt der Rücken einfach nicht mehr her. Haben Sie auch gesehen, wie Levaniel gerade zusammengezuckt ist, als der Kevin sich da rausgebunden hat? Jetzt bringt er die Aktion gegen Kevin, aber gegen den eigenen Rücken. Ob das so klug war? Und kann er es abschließen? Er kann es abschließen! Große Liebe für den Prinz der Sterne. Der versucht es mit einem 1, 2 und 2,5 Count gegen Kevin Lazar. Das muss auch so bitter sein, wenn du mit so einem Schmerzen nach so einem Kampf so eine Aktion tatsächlich noch durchkriegst und dann ist das nur eine 2. Das muss doch so eklig sein. Kann er jetzt nochmal Kraft zusammenbündeln, um Kevin Lazar wirklich zu besiegen? Er versucht ihn nochmal, nein, nicht anzuheben. Er versucht ihn. Nein, das wird nichts. Oh! Andersrum wird ein Schuh draus. Kevin Lazar hat Levaniel auf dem Rücken, dreht ihn und. Fireman's Carry Slam! Eins, zwei und. Oh! Gibt es ein Zeichen für noch knapper? Wenn es ein Zeichen für knapp gibt seitens des Referees, das hier wäre das Zeichen gewesen für noch knapper. Levaniel bleibt am Boden. Was ist da los? Das ist auf jeden Fall ein ganz schlechtes Zeichen. Levaniel kommt nicht mehr hoch. Kevin geht in die Ringseile. Wir haben das des Öfteren kritisiert heute, aber ich glaube... Nein! Schöne Chops gegen die Brust von Kevin Lazar. Boah, er versucht ihn jetzt vom Seil zu holen. Oh. Gegen den Kopf. Oh. Beide tauschen Schläge aus auf dem Seil und der Referee wird mit einbezogen. Oh, das sah ganz schlecht aus. Oh, und da ist ein Falter aufgekommen. Kevin Lazar beim eigenen Sprung aus der Ringecke. Das sieht nicht gut aus. Er bricht vor dem Ring zusammen. Kevin Lazar kommt gerade nicht mehr hoch. Und da ist Big Nick. Was ist das? Und greift sich Levaniel für den Chokeslam. Oh. Den haben wir heute schon gesehen. Und der Schiedsrichter kann es nicht mitkriegen. Der muss sich gerade um Kevin Lazar kümmern. Der muss gerade mal erstmal erste Hilfe leisten. Also offensichtlich eine Finte. Es war ein Täuschungsmanöver. Eins, zwei. Und Levaniel ist raus. Nein. Dieses Kampfes. Er ist der Auserwählte. Er ist Kevin Lazar. Der Auserwählte holt einen wirklich, wirklich bedeutenden Sieg. Besiegt hier bei unserer ersten Show den Prinz der Sterne. Aber auf welche Art und Weise? Kann man auf so einen Sieg stolz sein? Eigentlich nicht. Wird es Kevin Lazar scheren? Eigentlich nicht.
Nick zurück im Ring. Möchte sich hier offensichtlich verpartnern mit Kevin Lazar und da gibt's die High Five. Berlin, das ist der Gewinner dieses Final Matches, das ist Kevin Lazar! Und Kevin Lazar reitet auf dem Rücken von Big Nick in den Backstage-Bereich und seiner Siegesfeier entgegen. Rühmlich war das nicht. Das war unsere erste Show von Project Nova Wrestling und wir hören uns beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle.